Hey, Johannes hier von newgadgets.de und hier habe ich das neue Samsung Galaxy Note 2. Das wurde ja jetzt erst auf der IFA 2012 vorgestellt und ich habe auch noch mein altes Galaxy Note dabei. Und ihr seht, die tun sich eigentlich kaum etwas. Das neue Note ist nur ein klein bisschen größer, hat ein 5,5 Zoll Display und das hier ein 5,3 Zoll. Es ist ein ganz, ganz kleines bisschen dicker als das alte Note, aber man merkt es eigentlich kaum. Auch vom Gewicht merke ich eigentlich keinen Unterschied. Auf der Rückseite seht ihr, dass die eigentlich beide beinahe gleich aussehen, aber so ein paar kleine Unterschiede haben sie dann doch. Ich zeige euch das Gerät erstmal von allen Seiten. Also wir haben hier erstmal die weiße Version, also sehen wir hier auch die ganzen Sensoren und hier auch die Frontkamera. Hier den Home-Button. Zwei Touch-Tasten haben wir hier, nämlich einmal Menü und einmal zurück. Dann haben wir hier auf der rechten Seite einmal den Power-Button. Unten den Micro-USB-Port zum Aufladen synchronisieren. Hier befindet sich der neue S-Pen. Da zeige ich euch noch eine sehr coole Funktion, die der bekommen hat. Also das macht das Note 2 jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Zeige ich euch dann gleich. Auf der linken Seite haben wir hier die Lautstärke-Regelung. Oben dann einmal den Kopfhöreranschluss und auf der Rückseite die Kamera mit Fotolicht. Und wie gesagt, man sieht ja, die tun sich jetzt beide hier kaum was, sehen beide fast gleich aus. Haben hier auch beide noch den Lautsprecher. So, das hat schon geöffnet. Und ihr hört auch, ich hoffe, ihr hört es. Hört ihr es? Wir haben diesen Wassereffekt, den wir auch vom Galaxy S3 haben. Wo habe ich das? Hier habe ich es. Und hier seht ihr auch mal, wie das so im Vergleich zum Galaxy S3 aussieht. 4,8 Zoll. Es wurde leicht inspiriert, aber es hat halt immer noch den Note-Touch. Also es ist einfach noch ein Note. Kann natürlich ganz normal mit den Fingern bedient werden. Aber hey, wir haben einen neuen S-Pen, also benutzen wir den auch. Und wenn ihr den rauszieht, seht ihr schon, haben wir hier auch eine Liste mit Sachen, die man damit machen kann. Und die coolste Funktion nennt sich AirView. Also der neue S-Pen hat eine sehr tolle Funktion und ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, wenn ich näher dran gehe. Wir müssen mit dem S-Pen das Display nicht berühren. Wir haben hier kurz ungefähr ab jetzt so einen Zentimeter vorm Display merkt das Gerät, okay, der S-Pen ist da und wir haben sowas wie einen Mauszeiger. Und das ist das, was ich schon immer wollte. Das macht es nämlich sehr viel einfacher. Und wir haben sehr coole Funktionen, die ich euch jetzt zeige. Und es gibt, ermöglicht einfach sehr tolle Funktionen. Beispielsweise hier im Menü gehen wir auf den Videoplayer. Erstens, wenn wir auf ein Video gehen und dann mit dem Stylus drüber bleiben, öffnet sich ein kleines Pop-up-Fenster und gibt so eine kleine Vorschau. Aber, was noch viel, viel cooler ist, ich mache hier mal die Lautstärke ein bisschen runter, was viel cooler ist, finde ich, ist, wenn ihr mit dem Stylus... Moment, ich habe da irgendwas gemacht jetzt gerade. So, was jetzt cool ist, ihr seht, das Video läuft hier und wir müssen mit dem Stylus hier nichts berühren, um schon eine Vorschau zu bekommen. Einfach drüber fahren und ihr seht in dem kleinen Bild hier die Vorschau von dem Video und dann könnt ihr direkt drauf gehen und sagen, ey, das will ich, ab hier will ich jetzt sehen, dann drückt ihr wirklich drauf und dann seht ihr das Video. Natürlich haben wir hier auch noch den Pop-Up-Player, den es auch schon seit dem S3 gibt. Macht hier auf dem großen Display natürlich auch auf jeden Fall noch mehr Sinn, wie ich finde. Doppelklick drauf und wir sind wieder in dem Videoplayer. Das Ganze zieht sich dann auch eigentlich über die ganzen Apps hin, also auch in den Nachrichten oder auch in den E-Mails. Leider hat dieses Gerät gerade keine E-Mails, aber falls ihr eine Liste mit E-Mails habt und mit eurem Stylus einfach drüber bleibt, erscheint ein kleines Pop-Up-Fenster mit dem Text. Also ihr könnt dann, ohne die E-Mails zu öffnen und wieder zu schließen, einfach mal schnell die E-Mails durchlesen und das finde ich wirklich sehr praktisch. Spart echt viel Zeit. Auch im Kalender, falls ihr hier Kalendereinträge habt. Ihr seht, ich muss hier nicht mal das berühren. Er erkennt das Ganze. Falls ihr da irgendwo Kalendereinträge habt, werden die, sobald ihr da länger drauf bleibt, angezeigt. Was ich sehr gut finde.
Außerdem wurde das Ganze mit dem Notizen machen auch überdacht. Wenn beispielsweise jemand anruft und ich den Stylus rausziehe, dann erkennt das Smartphone, ey, der will was schreiben und öffnet hier das S-Note und dann kann ich da Notizen machen, während ich mit jemandem über beispielsweise den Lautsprecher telefoniere. Und hier habe ich nochmal AnTuTu Benchmark laufen lassen und hier ist das Ergebnis, 13.495, und hier haben wir auch noch andere Geräte, Asus Transformer Prime, auf jeden Fall weniger, sieht aus, als wären das etwas über 9.000, und hier das Galaxy Note mit irgendwas 6.000 irgendwas, also das ist auf jeden Fall ein guter Score. So, das war mein Hands-on zum neuen Samsung Galaxy Note 2 hier auf der IFA. Und sobald das auf dem Markt ist, gibt es natürlich noch einen ausführlichen Testbericht. Das geht hier natürlich auf so einer Messe nicht, aber ich habe euch ja schon sehr coole neue Funktionen gezeigt. Es gibt noch ein paar mehr, beispielsweise beste Gruppenfoto, da könnt ihr ein Foto von der Gruppe machen und dann jeweils die Gesichter auswählen, die am besten sind. Kann ja sein, dass einer gerade geblinzelt hat, dann nehmt ihr halt das Bild, wo der gerade die Augen offen hat und wo alle die Augen offen haben und setzt euch dadurch euer bestes Gruppenbild zusammen. Und das ist auf jeden Fall auch eine coole Funktion. Das probiere ich aus, sobald ich mal das Handy bei mir zu Hause habe. Noch ein ganz kleiner Größenvergleich. Ich hatte ja schon das alte Galaxy Note, hier das Galaxy Note 2, das Samsung Galaxy S3 und das iPhone 4S. Also nur mal, dass ihr die Größe seht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei meinen nächsten Videos einschaltet, hier auch auf der IFA, und wenn ihr meinen YouTube-Channel abonniert. Also, das Samsung Galaxy Note 2. Vielen Dank fürs Zuschauen.